Wir sind zurück bei Let's Ride und heute werden wir uns die Classic Super Sports antun. Bin mal gespannt. Ja, sieht alles erstmal soweit so gut aus. Oh, Kopf an Kopf rennen. Tja, da werden wir mal die Klassiker gucken. Oh, ich habe keinen Klassiker. Was ist hier los? Aha. Oh, guck mal. Yamaha. Ach hier, guck mal an. So viel zum Klassiker. Das sind alles nur 2000er und 99er. Ich dachte, wir fahren jetzt hier schön mit den 80ern. Tja, die Ninja hat gewonnen, würde ich sagen. Schön in Blau, schön in Weiß. Nehmen wir mal in Weiß. Weiß ist vielleicht ganz gut. Da können wir ein paar rote Highlights ranbauen. Ja, möchte ich gerne. Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht können wir das Ding auch einigermaßen gut tunen. Sah jetzt auch erstmal so vom Allgemeinen gar nicht mal so schlecht aus. Ein weißer Falke, der Icehawk. So muss es sein. So, komm, folter mich nicht mit Ladebildschirmen. Wir wollen hier weitermachen. Wir haben heute noch eine Folge aufzunehmen. So. Ziehen wir alles mit hier. Luftfilter. Klatschen wir jetzt erstmal richtig was rein, dass wir hier erstmal richtig Gas geben können. Ich hoffe, das Geld reicht uns aus. Und bei dem Preis, da sollte auch zumindest etwas drin sein, dass wir da noch was haben können. So. 2-1, 2-0, 1-0, 0-5. Okay, der hat gewonnen. Ja, vielleicht gewonnen. Nehmen wir. Auch wenn es nicht der schönste ist, hat er auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Genau wie ich. Ich bin nicht der Hübscheste, aber auf jeden Fall habe ich meine Daseinsberechtigung. So. Okay. Zack, haben wir auch ermüllt. Oh, guck mal, unser Ruf ist schon auf über 1 Million jetzt. So muss es sein. Würde man sagen, komm, machen wir eine richtig schöne goldene Kette ran. So muss das sein. Okay, jetzt wird es interessant. Was können wir hier lassen? Ah, klar, hier, da wollen wir gleich mal die Bremse. Die Bremskraft geht mal richtig schön hoch. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Können wir ein bisschen höher? Ja, schön. Sehr schön. Schade, dass es nicht auf 8 gegangen ist. Hatte gehofft, dass es auf 8 geht. Aber naja, vielleicht ist da ja noch ein bisschen was. So, knallrot nehmen wir hier. Ein paar rote Highlights. Schade, dass wir die Bremsklötze und die Bremssattel nicht rot machen können. Und auch das Tauchrohr hier von unserer schönen Federung. Nur in Gold oder Messingfarben, besser gesagt, umbauen können. Naja, man kann nicht alles haben. Darum begnügen wir uns, sind wir mit dem zufrieden und begnügen uns mit dem, was wir haben. So, einmal entfernen bitte, danke. Einmal rot. Schön schockig rot. Hier noch schöne rote Brücke, hauen wir auch nochmal rein. Schön auch in Signalrot. Und so ein bisschen hier für unseren Ego noch mal ein bisschen schön am Leuchten ist. Schöne rote Griffe haben wir auch noch mal ran hier. Nur einen knallroten Sitz wäre noch schön gewesen, aber naja, hat man ja nicht alles hier, ne? Mal gucken, vielleicht finden wir noch schöne knallrote, warte mal, Felgen 0, 8, 7, 8, 6, 8, 5, 8, 6, 8, 8. 8-5 hat gewonnen. So, wo sind sie? Da. Schauen wir mal hier. Knallrot. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Oder? Nur noch ein schönes helles. Schönes helles. Bei dem Wetter wäre natürlich super. Ne, hier, da. Schön in Weiß. Na komm, machen wir einen kompletten weißen Hayabusa raus. Ein schöner Ninja. So muss es sein. Ja, sieht doch mal echt schnieke aus, die Karre. Das Wegelchen. Was laberst du da? Da ist es ein Bike. Wunderschönes Fahrrad. Jetzt besser? Ja. Sehr schön. So, jetzt halt die Fresse, setz dich hin. Die anderen Leute wollen hier das Let's Play genießen. So, mit 4 Zylindern bin ich am gespannt, was uns da erwartet. Tja, da hoffen wir mal, dass der weiße Ninja in Kanto was reißen kann. Und ob sein Fahrer natürlich auch was reißen kann, ist viel, viel wichtiger. Schöne Farbkombi, so muss es sein. Richtig schön. Krieg mich immer noch über Zonka auf. Ich hoffe, er schmort im... oder zerschellt an der Leitplanke. Wir müssen uns echt mal was einfallen lassen.
Ob ich die Folge jemals nochmal aufnehme, wie ich da mir die Dinger hole, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wow. Werde ich mir die Dinger online holen, online, offline machen. Ohne, dass ich dafür eine Let's Play-Folge mache. Ist ja sowieso nicht mehr so wichtig. So, erstmal eine volle Traktionskontrolle hier. Die Ninja ist auf jeden Fall störrisch. Und sie ist vor allen Dingen auch träge. Ich denke, die ist so präzise in den Kurven. Na gut, wenn du sie einmal eingelenkt hast, kannst du so richtig gut rumziehen, die Karre. Wie es auch sein soll, aber... Ah, hier. Carfasso hat aber auch richtig cooles Ding, Alter. Schöne blaue Farbe mit dem Orangen. Das passt richtig schön. Und der, guck mal, der andere, der hat das nämlich auch. Der Peters. Mit 2 E geschrieben. Ja, der hat nämlich auch diesen schönen Overall. Ja, Yamaguchi will auf jeden Fall erstmal hier seine Prada-Tasche irgendwo hinhängen. Wir kommen da schon ganz langsam ran. 3 Runden sollten machbar sein. Schließlich lang genug gebraucht, bis das Rennen jetzt anfängt mit den ganzen blöden Tunen hier. Okay. Wow, 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 wow. Ah. Das Gute ist, er ist durchsichtig, darum habe ich mich entschieden, da durchzufahren. Sein Motorrad ist ja leider nicht transparent. Dadurch können wir da nicht durch. So, aber ich muss sagen, das Hinterteil der Ninja ist auf jeden Fall sehr nervös, es rutscht. Oh, was hat denn hier Bernhard? Ah! Huah. Man sollte mal nach vorne gucken beim Fahren. Bemart. Ich dachte, er steht Bernhard, aber es ist Bemart. Beinhard. Hier, guck mal, wenn ich richtig Gas gebe. Wow! Alter, okay, komplett durchziehen ist nicht. Will er auf jeden Fall nicht. Da wird er ein bisschen nervös am Hinterteil. Alter, was war das denn gerade? So, machen wir das Ganze hier. So. So schaut's aus. Richtig schön gemacht. Wieder zweimal Rewinds verbraucht, Alter. Dabei muss ich einfach jetzt mal aufhören. Hier, guckt dir das an, der Zonka. Weißt du, wenn wir im Team fahren, denkt er sich so, hahaha, ich dreh dir jetzt mal richtig in die Nisse und mach einen letzten. Und hier, wenn wir gegeneinander fahren, krippelt er mal eben auf den zweiten ab, der Junge. Was soll die Scheiße denn? Ehrlich, Entschuldigung, dass ich Scheiße sage, aber das regt mich jetzt mal richtig auf. Weißt du, auch wenn er hier mit einer Ninja um die Ecke kommt und die gleiche Maschine fährt wie ich, ist es trotzdem erstmal extrem mies, dieses Teamverhalten. Bei ihm steht nämlich Team für toll, ein anderer macht's. Guck mal, jetzt setzt er sich sogar auf den ersten. Oder er kloppt sich zumindest mit dem ersten. Takahashi gibt auf jeden Fall nicht auf. Das will er, das lässt er sich nicht bieten. Vor allem, weil ich würde mal gerne wissen, was der Takahashi fährt. Fährt er auch eine Ninja? Ist das hier ein reines Ninja-Rennen oder was? Hm. Ist auf jeden Fall eine miese Sache von den Leuten. Guck mal, der NPC fährt auch richtig gut. Warum fährt der NPC nicht so gut, wenn er gegen uns fährt, weißt du? Mit uns fährt. So, auf jeden Fall gleich hier. Und vor allen Dingen, warum hat er Licht an und ich nicht? Na gut, bei mir können die Scheinwerfer schon kaputt sein. Also, wenn ich die Maut habe hier. Ich glaube, das andere ist auch eine Ninja. Wird sich aber auf Start und Ziel dann zeigen, was das ist, ne? So. Oh. Okay. Ja, jetzt ist Zonk auf jeden Fall auf dem zweiten, hat er auf jeden Fall den Japaner weggenutzt. Aber ohne mich, Junge, mich knusperst du nicht ab. Auf keinen Fall. So. Jetzt ziehen wir mal rum. Und weiter ausholen. Und hier ist ja alles. Wow, 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 wow. Nein, die kloppen sich immer noch, die beiden. Den Rewind hebe ich mir auch für richtige Notfälle. Ja, aber auf jeden Fall muss ich gestehen, ist jetzt die Woche schon ordentlich am... sind wir schon wieder ordentlich am Riden.
Die ersten Folgen waren auf jeden Fall besser von meinem Fahrverhalten her. Gut, habe ich mir noch aktiv hingesetzt und habe wirklich wie bescheuert das Spiel gespielt, um wieder den Spielstand nach vorne zu kriegen. Jetzt ist ja wirklich immer nur eine Folge, dann mache ich das Spiel wieder aus. Das liegt auch im Wetter. Scheiß Wetterfühligkeit bei diesem ganzen Spülen draußen. Da macht das alles auch keinen so richtigen Spaß. Läuft. Okay. Oh, hier die Kurve. Da hebt nochmal kurz unser Hinterrad ab. Ne, liegt hier nicht mehr an. Egal was ich drücke. Haben wir überlegt, irgendwie, dass uns vielleicht ankriegt. Aber will er nicht. So. Die sind wir schon mal verbessert, das ist gut. Ah, Takahashi. Tja. Letzte Runde gleich. Eine Runde dauert 3 Minuten, Alter. Muss man ja auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen, ne? Schön die lange Strecke, so muss es sein. Also nur passen, dass die Leute sich beschweren, dass das Spiel zu lange dauert. Okay, letzte Runde fängt an. Jetzt. Bin ich ja echt mal gespannt, vor allem wir haben uns mehrfach gemault und sind schon wieder 2,7 Sekunden schneller. Wie schnell sind wir denn erst, wenn wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr uns hinlegen? Na, hallo. So. Jetzt mal an der antiken Lampe vorbei. Okay, können wir hier richtig gut durchziehen? Wo muss das sein? Haben die uns auf jeden Fall können wir auch ein bisschen entspannter jetzt fahren. Die sind gar nicht mal so nah an uns ran. Entspannter, du willst das Ding ja nach Hause ziehen. Ja, ja, ja. Bleib doch mal locker. Immer diese Hater hier. So. Sechs Sekunden haben wir uns schon verbessert. Na gut, jetzt fliegen wir uns noch nicht hin. Kein Wunder, dass wir uns verbessern, so krass in den Zeiten. Okay, läuft gut, läuft gut. Wow! Okay, schnell zurück. Der hat uns aufgewuppt in der Bodenwelle. Gut, dass ich nochmal aufgehoben habe. Ich muss nochmal richtig hier die Zeit runterhauen. Jo, komm jetzt, Alter. Ich wollte schon sagen, Alter. So groß ist die Kurve aber auch nicht und dein Wenderadius auf keinen Fall. Sehr, sehr gut. Sehr gut. So, sind wir durch. 9 Sekunden schon besser geworden. Da können wir nochmal richtig was rausholen hier. Der Ionen, Alter, die wir da Unterschiede haben. Und so viel zu dem Thema. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da jetzt hängen geblieben bin, aber so kann man auch mal auf jeden Fall die gewonnene Zeit wieder
gut versemmeln. Er ist zum Glück hinten noch nicht da. Ah, man sieht die anderen Fahrer, das ist ja cool. So. Ja, dann bringen wir das Ding jetzt nach Hause und dann haben wir Gold. So muss es sein. Hat aber ganz schön lange gedauert, Alter. Bin mal gespannt, wie lange so ein Ausdauerrennen ist. Tja, perfekt. 10.000, 10.000. Damit können wir doch leben. Tja, dann wollen wir heute noch mal ein bisschen Einzelrennen machen. 3 Runden. Wird auf jeden Fall ein Kurvenwunder. Oh naja, dafür haben wir ja die Maschine geholt. Mal schauen, mal schauen. Müsste aber eigentlich ganz gut klappen. Tja, 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 tja. Mal gucken. Ein weißer Ninja in der Wüste. Hier, Alter, geil, Alter. Wieso darf ich nicht so mit so einem Overall rumfahren? Komplett gelb, Alter. So ein Ding würde ich auch gerne haben. Inkognito unterwegs sein. Okay, da haben sie uns schon mal weg, die Schweinebacken. So muss das sein, ne? Tschack! Ja. Chunk ist auf jeden Fall... Was ist denn hier los, Alter? Ich bremse noch nicht mal. Ich gebe einfach nur Gas und lenke ein. Interessant. Okay. Naja. Ich muss nicht alles wissen, was hier los ist. Naja, so wird es nochmal ein bisschen interessant, hinterher zu fahren. So. Die beiden kloppen sich da vorne auf jeden Fall. Das ist gut. Rossi, leider nicht das Original. Den haben wir auch als Teamkollegen, oder? Hansen, Alter. Richtig geiler Name für einen Hund. Oh, abgekürzt, aber hat er nicht gewertet. Sehr schön. Vorteil für uns. So. Da ist wieder Zonka auf Platz 4. Der alte Sack, Alter. Wenn man so fahren würde, wenn wir ihn als Teamkameraden haben. Na gut. Der Hut ist jetzt schon alt. Ich reg mich jedes Mal auf in jedem Rennen, wenn ich an den Typen vorbeifahre. Boah. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Heute klappt das alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Interessant, das Licht ist an auf jeden Fall. Von der Ninja. Noch sind die Scheiben nicht, noch sind die Scheiben nicht kaputt. Mit seiner alten japanischen Honda vom Baujahr 2000. Ziehen wir durch, ziehen wir durch. Eigentlich sogar noch ein bisschen mehr durchziehen können. Boah, 10 Sekunden haben wir uns verbessert. Wie geht denn das? Na gut, ordentlich gemault vorher. Komm, zieh durch. Okay. Ja, das läuft doch. Das läuft echt gut. Martin ist auf Platz 2, wie immer das auch ist. Ja. Sollte ein Martin hier heute zugucken bei den Let's Plays, wahrscheinlich bist du das. So. Und die Maschine sieht echt gut aus, Alter. Schön in weiß. Muss sein mit ein paar roten Highlights. So mag ich. Die japanische Flagge komplett weiß, umrundet vom Frieden mit der roten Sonne drin.
Okay, so, 12 Sekunden haben wir schon mal ausgeholt. Wollen wir das nochmal machen können? Ja gut, 12 werde ich jetzt nicht nochmal schaffen, aber mit einer Sekunde wäre ich schon zufrieden. Okay, so, das war doch schon mal weitaus besser. Schön die Ideallinie genommen, bis zum Äußersten. Okay, läuft. Läuft. Okay, dann müssen wir einmal den Rewind kurz benutzen, ne? Amy Winehouse. Der alte Schluckspecht. So. Ja, eine Sekunde werden wir da wohl nicht ganz rausholen können, ne? Ach, zieh rum. Okay, jetzt Vollspeed. Ja, die sogar noch ein bisschen früher Vollspeed geben können. Guck mal, irgendwo sitzt hier jetzt rechts. Bremse? Nee, schade. Ich glaube, im 6. Gang kriegen wir die nicht. Doch, okay, haben wir doch noch einen 6. Gang bekommen. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's sehr interessant. Oh, ich mache aber auch immer dieselben Fehler, Alter. Immer dieses Aufwippen, Alter. Ich muss das sein lassen, Alter. Gerade am Bremsen. Dann schön geschmeidig in die Kurve, leicht Gas geben dabei. Dieses Aufwippen mit Stotterbremsen, das klappt überhaupt nicht. Dadurch hat man nur die Gefahr, dass man sich langlegt. Aber das ist jetzt egal, wir haben den ersten geholt. So muss das sein. Da freut sich der Fahrer. Nicht umsonst. Sehr, sehr schön. Ich bin mit Kawasaki eine nur mitgefahren. Okay, so, da haben wir auf jeden Fall erstmal wieder der CPU gezeigt, wer die Locken am Sack hat. Ja, 1A, dann würde ich mal sagen, haben wir morgen auf jeden Fall hier und drei Runden. Das sollte super duper easy werden. Trackrennen wird interessant mit Classic. Weiß nicht, ob ich die richtige Variante gemacht habe. Und natürlich Kopf-an-Kopf-Rennen wird auch nochmal morgen sehr, sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ansonsten, wenn ihr die Folge, wenn das nicht die aktuellste ist, die ihr gerade schaut, sehen wir uns in der nächsten Folge gleich wieder. Macht was Sinnvolles. Ciao!